Wie ist die Lage? 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 Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer. Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Asklepios. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die FDP-Politikerin Katja Suding. Ahoi Katja. Moin, lieber Lars. Liebe Katja, du hast in den letzten Tagen für einige Schlagzeilen gesorgt, weil du deinen Abschied aus der aktiven Politik verkündet hast. Wie ist die Lage bei dir? Ja, hervorragend. Tatsächlich habe ich mich entschieden, jetzt vor den Listenaufstellungen, die im nächsten Jahr anstehen, also für die nächste Legislaturperiode im Deutschen Bundestag, nicht mehr für ein Mandat zur Verfügung zu stehen, werde auch nicht wieder als Landesvorsitzende der FDP Hamburg kandidieren, auch nicht als stellvertretende Bundesvorsitzende. Ich möchte gerne in meinem Leben nochmal beruflich ganz was anderes machen. Ich wusste immer, dass der Tag irgendwann kommen würde. Ich wusste nicht genau wann, aber jetzt ist es soweit und es fühlt sich auch gut an. Und ich gebe jetzt nochmal ein Jahr hier im Bundestag richtig Gas und dann kommt was Neues. Das hast du politisch sehr schön ausgedrückt jetzt, ohne jemanden auf die Füße zu treten. Hast du einfach keinen Bock mehr auf den Hauptstadtbetrieb oder was war es jetzt? Also ich habe jetzt schon mitbekommen, dass es offenbar sehr sonderbar ist, dass man jetzt nicht aus Groll oder in Frust oder sonst wie geht. Aber bei mir ist es tatsächlich so. Mir hat niemand auf die Füße getreten. Ich laufe auch vor niemandem weg. Ich bin total im Reinen mit allen. Ich bin total dankbar für die Zeit, die ich hatte. Es war nämlich eine tolle Zeit, natürlich auch eine taffe Zeit, will ich auch gar nicht verhehlen. Das ist schon auch, auch ein anstrengender Job, aber es war vor allen Dingen auch ein toller Job und eine tolle Aufgabe, gewählte Abgeordnete zu sein, hier Politik für die Menschen zu machen, erst in Hamburg, jetzt im Bundestag. Aber jetzt kommt was Neues. Wenn keiner wirklich schuld daran ist, dass du damit aufhörst, werden dir dann die Herren Kubicki und Lindner auch fehlen im Umkehrschluss? Naja, es werden mir viele Kollegen fehlen, mit denen ich gut zusammengearbeitet habe und dazu gehören auch Mr. Lindner und Wolfgang Kubicki, die kenne ich ja seit vielen, vielen Jahren und wir haben da gut und eng zusammengearbeitet. Dazu werden aber auch Kollegen aus den anderen Fraktionen gehören. Ich habe jetzt hier auf den Fluren im Deutschen Bundestag in den letzten Tagen, wir sind ja in der Sitzungswoche auch schon mit dem einen oder anderen gesprochen, die Zusammenarbeit ist mit vielen hier toll und das werde ich sicherlich auch vermissen, ganz klar. Du sagst, du wusstest, dass irgendwann dieser Tag kommt. Wann hast du denn gespürt, dass dieser Tag immer näher kommt? Ist das also vielleicht auch jetzt durch die Corona-Zeit irgendwie beschleunigt worden, weil du vielleicht mehr Zeit zum Grübeln hattest? Nee, in der Corona-Zeit hatte ich auch gar nicht so viel Zeit zum Grübeln. Das war nämlich eine sehr, sehr arbeitsintensive Zeit. Auch eine Zeit, die mich gerade auch als Bildungs- und Familienpolitikerin sehr beschäftigt hat, auch mental sehr beschäftigt hat. Da ist ja einiges aus dem Ruder gelaufen, da ist einiges schief gelaufen, gerade für unsere Kids und gerade auch für die Familien. Deswegen hatte ich da eigentlich gar nicht so viel Zeit, über mich selber nachzudenken. Aber eigentlich schon davor gab es einfach so Momente, wo sich mir die Gedanken einfach aufdrängten, was mache ich denn? Eigentlich sollte jetzt im Oktober die Listenaufstellung stattfinden. Was mache ich denn eigentlich? Das ist ja schon, also jedenfalls für mich, jedes Mal, wenn ich mich habe aufstellen lassen, eine bewusste Entscheidung dafür oder dagegen gewesen und deswegen war sie da und es waren halt immer stärker die Gedanken da, dass es jetzt vielleicht auch genug ist und dass jetzt der Zeitpunkt ist, um nochmal was ganz was anderes zu machen und das konnte ich dann eine Zeit lang wegdrängen und dann ist es immer im Sommer aber nochmal ganz intensiv auch hochgekommen und als dann der Parteitag jetzt für uns am letzten Wochenende anstand, war mir eigentlich klar, dass ich gar nicht anders kann als und eigentlich nicht anders will, als einen klaren Schlussstrich zu ziehen und auch meinem Landesverband die Möglichkeit zu geben, sich neu zu sortieren. Das muss ja jetzt erfolgen. Mit wie vielen Leuten bespricht man so eine Entscheidung im Vorfeld? Ach, das sind nicht viele. Treffen tue ich die Entscheidung ja selbst. Das muss auch aus einem selbst herauskommen und es ist auch so gewesen. Ich bin da komplett mit mir im Reinen gewesen. Ich habe es natürlich meinen Kindern gesagt, die sich sehr dafür gefreut haben, also sehr für mich gefreut haben, weil sie möchten, dass ich glücklich bin und einfach gesehen haben, dass das eine Entscheidung ist, die ich
ja, ganz selbstbestimmt getroffen habe. So ein paar enge Parteifreunde waren auch involviert vorher, wussten natürlich vorher Bescheid. Christian Lindner habe ich natürlich vorher auch gesagt. Aber das waren nicht viele. Die meisten, glaube ich, waren eher überrascht. War Christian Lindner auch überrascht und hat versucht man dann, dich doch zurückzuholen oder respektiert man dann schon sofort deine Meinung, weil man merkt, okay, da ist eh nichts zu machen? Ja, also jedem, dem ich das mitgeteilt habe, der hat wirklich so glasklar gemerkt, dass die Entscheidung komplett getroffen ist. Und da waren die Reaktionen, und die waren auch schön. Das war so eine gewisse, so ein gewisses Bedauern, eine gewisse Wehmut, eine Traurigkeit, dass ich gehe, aber auch ganz viel Respekt dafür, dass ich diese Entscheidung so treffen kann. Auch sehr viel Freude mit mir darüber, dass ich so selbstbestimmt gehen kann. Es gibt ja auch durchaus politische Karrieren, die anders vielleicht auch nicht so schön enden, nicht so selbstbestimmt. Das, glaube ich, wünscht sich auch niemand von uns. Und wenn es dann anders gelingt, dann freut man sich eben auch für denjenigen. Und das ist mir zurückgespiegelt worden. Und darüber habe ich mich durchaus auch gefreut. Wie liest man denn dann Zeitungen in den Tagen danach, wenn dann so ein, zwei Mal auch da drin stand, naja, so richtig präsent war sie hier in Berlin nicht oder auch in Hamburg nicht? Überliest man das und sagt, naja, sie müssen jetzt spekulieren oder... Ja, da ist ja dann auch viel Spekuliererei dabei. Also wenn ich mir angucke, was wir an Medienarbeit jetzt alleine schon am vergangenen Wochenende noch gemacht haben mit unseren Initiativen für eine schnellere und bessere Digitalisierung der Schulen, damit es eben nicht wieder zu Schulausfällen und kompletten Schulschließungen kommt wie während der Corona-Zeit. Wenn wir uns angeguckt haben, was müssen wir eigentlich im frühkindlichen Bereich tun, weil immer mehr Kinder eben nicht die deutsche Sprache zu Hause lernen, das in den Kitas nachholen müssen, damit sie in der ersten Klasse dem Unterricht auch folgen können. Wir sind da so aktiv gewesen. Ich habe da so viel gemacht an Initiativen. Das ist eine Kritik, die perlt echt an mir ab. Also jeder, der da sehen möchte, was ich getan habe und was ich hier tue, der hat die Möglichkeit, das nachzuverfolgen. Und das ist eine ganze Menge. Da bin ich ganz selbstbewusst. Ist denn die Männerdomäne Politik, die ja immer noch eine ist, zusätzlich ermüdend gewesen? Hättest du möglicherweise mehr Spaß gehabt, wenn du ein paar starke Frauen noch mehr an deiner Seite gehabt hattest? Weil man hat ja schon das Gefühl, dass auch der FDP so ein, zwei Frauen jetzt abhandengekommen ist, mit dir jetzt eine weitere. Ja, zum Glück haben wir ja ein paar starke Frauen. Und wenn du da auf Linda Teutberg zum Beispiel anspielst, die ja nicht mehr Generalsekretärin sein wird, aber sie wird ja der FDP erhalten bleiben. Sie ist unsere migrationspolitische Sprecherin, sie ist Kollegin aus dem Deutschen Bundestag und sie wird ja weitermachen. Also sie ist ja nicht weg und sie wird da an anderer prominenter Stelle auch ihre Aufgabe machen. Aber trotzdem würde ich mir natürlich wünschen, und das ist ja auch etwas, was ich auch immer wieder geäußert habe, ich würde mir wünschen, dass noch mehr Frauen sich für eine Arbeit oder Mitarbeit in einer politischen Partei, am besten natürlich in der FDP, entscheiden. Ich habe ja, glaube ich, ich bin das beste Beispiel dafür, dass man in der Politik und auch in der FDP Karriere machen kann. Mir hat da nie einer Steine in den Weg gelegt. Das ist eine tolle Zeit gewesen. Ich konnte da alles machen. Und wenn man sich den Hamburger Landesverband anguckt, dem ich ja auch vorsitze, da sieht man ja, wie weiblich wir geprägter wir sind in der äußeren Erscheinung. Du bist in den 10 Jahren, die du dann irgendwann rum hast, tatsächlich total skandalfrei geblieben. Das können jetzt nicht alle Politiker von sich behaupten, die mal länger auf der Berliner Bühne zumindest waren. Wie siehst du jetzt gerade so die ganzen Verwicklungen um Wirecard, Cum-Ex und so weiter und so fort? Boah, das ist natürlich eine Sache, die uns hier in dieser Woche, gerade in dieser Sitzungswoche, intensiv beschäftigt. Mhm. Also inzwischen ist es ja tatsächlich so, dass, und das kriege ich wiedergespiegelt aus vielen Gesprächen, die Menschen natürlich angewidert sind von den Verbrechen, die da begangen wurden im Zusammenhang mit Wirecard. Das ist, kann man, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, dass da sehr, sehr viel kriminelle Energie im Spiel gewesen ist. Mhm. Aber auch genauso entsetzt sind die Menschen darüber, wie da die Verantwortung und Verantwortlichkeiten hin und her geschoben werden. Also wie konnte es passieren, dass trotz Medienberichterstattung, die es ja gegeben hat, und Warnungen öffentlichen, die es gegeben hat, da offenbar jegliche Kontrollmechanismen versagt haben? Das ist natürlich ein Riesenproblem für eine Gesellschaft, wo wir auch dazu ermuntern wollen, auch in Aktien zu investieren, Geld auch anzulegen. Ja, das ist ein Riesenproblem. Das muss aufgeklärt werden. Und da wünsche ich mir auch vom ehemaligen Hamburger ersten Bürgermeister und jetzigen Finanzminister auch noch ein bisschen mehr Übernahme von Verantwortung. Er ist da vielleicht nicht persönlich
verantwortlich, aber er trägt all die politische Verantwortung als Finanzminister und die, der sollte er sich auch noch verstärkt stellen. Und was das Thema Cum-Ex angeht, also die Steuerrückzahlung von 47 Millionen, die der Warburg Bank erspart geblieben sind, weil die Steuerforderung verjährt ist, das ist natürlich auch echter Klopper und da bin ich wirklich entsetzt, wie sich Olaf Scholz da auf Erinnerungslücken beruft. Jeder, der Olaf Scholz kennt, der weiß, dass das jemand ist, der Dinge nicht so schnell vergisst und der sehr genau weiß, was er tut. Das war ein sehr schwacher Auftritt oder mehrere Auftritte gestern im Deutschen Bundestag und in den entsprechenden Ausschüssen. Da wird noch einiges passieren und das ist für jemanden, der sich gerade anschickt, Kanzler von Deutschland zu werden, echt eine ganz, ganz schwere Last, die da auf ihm liegt. Du sagtest, Olaf Scholz weiß immer, was er tut. Weißt du denn jetzt, was du tust nächstes Jahr ab Herbst? Du bist ja gelernte PR-Beraterin und hast lange als PR-Beraterin gearbeitet. Wir haben ja ein, zwei Plätze frei in der guten Leutefabrik. Ich fürchte nur, ich kann deine Bezüge nicht bezahlen. Also andere Frage, auf welcher Basis entscheidest du jetzt, was du machst? Ist es dann tatsächlich Geld oder ist es tatsächlich etwas völlig Konträres, was ganz anderes oder baut es auf vergangenen Erfahrungen auf? Also erstmal weiß ich tatsächlich noch überhaupt nicht, was ich tun werde. Ich möchte es auch jetzt noch gar nicht wissen. Also eben, ich will jetzt hier das ganze Jahr noch meinen Job mit voller Kraft machen. Und ich sage immer, die Aufgabe wird mich finden. Es sollte irgendwas sein, was mich kickt, was mich interessiert. Da ist das Geld längst nicht im Vordergrund. Ich brauche eine Aufgabe, die mir Spaß macht, die sinnstiftend ist. Da gibt es vieles, was da geht. Ich glaube, zurück in mein altes Leben werde ich sicherlich nicht gehen. Das wird ein ganz, ganz neuer Abschnitt werden. Aber wie der aussehen wird, da habe ich wirklich noch überhaupt keinen blassen Schimmer. Ahnst du denn, wo dein Lebensmittelpunkt sein wird? Eher Berlin oder doch wieder Hamburg? Oh, ich oder geht es ganz so zurück gerne. Nach Vechta? Ich glaube, dass ich nach Vechta zurückgehe, das kann ich ausschließen. wobei man sollte wahrscheinlich nie sagen, ja. Aber ich mag Hamburg. Ich kann mir schon vorstellen, in Hamburg zu sein. Aber es gibt ja auch viele Jobs, die auch orts- und vor allen Dingen ja, ortsungebunden stattfinden. Das ist eigentlich oft ja ganz egal, von wo aus man arbeitet. Das wird sich zeigen. Aber Hamburg mag ich schon sehr gerne. Du hast jetzt noch knapp ein Jahr Zeit, so richtig politisch zu gestalten. Welche drei Sachen würdest du denn gerne noch vornehmen? Also ich will auf jeden Fall weiter daran arbeiten, dass wir in Deutschland dahin kommen, dass alle Kinder eine Top-Ausbildung bekommen, unabhängig vom Elternhaus. Das ist immer noch ein Problem, was sich durch Corona sogar noch verschärft hat. Ich möchte, dass wir auch durch digitale Unterrichtsmethoden viel individueller auf unsere Kids eingehen. Dass wir die Talente, die jedes Kind hat, dass wir die auch wirklich finden und fördern können. Dazu brauchen wir digitale Unterrichtstools. Und damit das Ganze auch funktioniert, müssen wir unseren Bildungsföderalismus modernisieren. Das ist inzwischen ein echter Hemmschuh geworden. Da muss sich einiges bewegen, damit es in der Bildung vorangeht. Also das Thema Bildung liegt mir am Herzen. Ist auch klar, als Freie Demokraten wissen wir, dass nur wenn Leute gut ausgebildet sind, eine gute Bildung bekommen, dann können sie ihr selbstbestimmtes Leben in eigener Verantwortung, so wie sie sich das gerne wünschen, mit eigenen Zielen und Träumen, die sie verwirklichen wollen. Und dafür setze ich mich ein, auch weiterhin. Das war doch nochmal eine schöne Rede zum Abschluss. Liebe Katja, ich wünsche dir ganz viel Kraft und vor allen Dingen Erfolg. Auch dann natürlich bei der Jobsuche. Wie gesagt, einen Platz haben wir hier frei. Vielleicht kommen wir irgendwann ins Gespräch. Mindestens aber irgendwann nochmal wieder in diesem Podcast. Alles jo. Gute und Ahoi. Vielen Dank, Lars. Schönen Tag. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.